Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer turbinenreichen Folge von Human Fall Flat. Nachdem Gorilla beim letzten Mal einfach so rausgesprungen ist und mir noch nicht mal Zeit gegeben hat, Tschüss zu sagen, sind wir hier oben angekommen und müssen uns irgendwie weiterhangeln. Ich habe keine Ahnung wie. Sieht doch gut aus. Ja, sag mal Hallo Gorilla. Hi, ja genau. Hi Leute. Hier ist euer Gorilla. Wir gucken einfach mal dem Fusilito beim Versagen zu. Ist doch immer eine gute Idee, ach, oder? Ach, du bist eine dumme Sau. So. Oder machen sie noch besser, wir springen einfach auf seinen Kopf drauf. Ja, das die spielen. Variante kennen wir doch mittlerweile, oder? Natürlich. Dass ich dir den Weg bereite. Ah. So. So. Also ich bin schon auf der nächsten Seite angekommen. Mhm, klar, weil ich dir geholfen habe. Natürlich. Ah. So, jetzt muss man sich hier einmal lang hangeln. So, hier wieder rein. Und dann, ah, ist das ein Kampf mit dem hier. Ja, also ich stehe hier schon am Abgrund. Ja, schön, spring in tot. Nö, ich warte auf dich. Ich will, dass du das hier schaffst. Oh Mann, ey, warum greift der denn so spät? Es ist nicht zum Aushalten mit der Type. Doch, doch, doch. Einmal mit Profis, einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Richtig mal, wo bist du denn jetzt gerade? Ach, ich mach die Hangeltechnik, aber er greift nicht. Ach, bist du denn schon am zweiten? Ja, da wo du mich als Bückstück verwendet hast. Du kannst ja einfach nochmal runter und dann wieder dich da hochpusten lassen. Das wird wahrscheinlich schneller gehen, oder? Bei meinem Glück nicht. Boah, ist das laut. Oh. Ja, die Wind ist echt laut, das stimmt. Aber nicht so laut wie dieses verschissene Bolognese-Monster von Overcooked. Das Let's Play lohnt sich, Leute. Guckt bitte da auch mit rein. Overcooked, wirklich ein super Teil. So in Rage habe ich mich selber noch nicht erlebt. Vor diese Fusilite sowieso immer. Das ist, selbst bei Minecraft dreht er durch. Hm? Ne, tut mir leid. Meine Figur ist nicht in der Lage zu springen. Der ist zu fett. Ja. Das ist deine Figur, ja. Der hat einfach zu dicke Klöten. Ja. Ja. Ja, das glaube ich. Das ist wieder das Problem. Solito? Was? Sie ist so laut. Schaffst du es auch? Kommst nein. Du auch kommst du jetzt mal auch mal hier hin? Ich hasse diesen Affen. Puzzle, kommst du jetzt auch mal hier? So. Nicht? Nicht? Kommst du jetzt? Der kriegt einen aufs Maul. Dauert nicht mehr lange. Nee, ich weiß. Nee, ich schaff das nicht. Komm da nicht runter. Ich bin immer zu niedrig. Egal, wann ich springe. Und ich kann mir nicht vorstellen. Geh doch weiter. Mach doch. Komm. Du hast es doch eh heute hektisch. Ja, komm. Scheiß drauf. Du hast es ja eh immer eilig. Deine Mutter hat es immer eilig. Ja. Weil die sich immer kaputt lacht bei dir. Das macht gar keinen Sinn. Komm, spring nochmal, versuch's nochmal. Sonst mache ich hier einen wagemutigen Rückwärtssalto. Genießt nochmal die Aussicht, Leute. Zu dem schwebenden Kohlebergwerk in der Luft. Na, mach fertig, komm. Ich hab da keine Lust mehr zu diesen Hangelspielchen. Au. So, das Ende, Gott sei Dank. Herrlich. Mit so einem Hektiker-Spiel. Errungenschaft freigeschaltet. Aber was heißt denn jetzt das Ende? Haben wir jetzt echt das Spiel durch? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, ich bin auch nicht. Ich meine nämlich, in der Erstellung dieses Servers hätte ich noch ein Level gesehen.
Oder das, jetzt kommt das Level, das Ende. Was sind das überhaupt immer für zwei Figuren hier? Ich weiß es nicht, wo die herkommen. Ich habe sie nicht eingeladen. Und eher witzigerweise habe ich auch gesagt, wir spielen nur zu zweit. Ja. Ich meine, die spielen ja auch nicht, aber warum die hier sind, weiß ich. Der hat eine komische Rugby-Haltung, der Typ hier, ne? Mhm. Ich glaube, der geht jetzt richtig ab. Mann, 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 Mann. Was ist das hier? Ja. Weiß ich nicht, auf jeden Fall ein cooles Level. Sieht echt stark aus, finde ich. Also scheint ein würdiges Ende zu werden, habe ich im Gefühl. Gefällt mir sehr. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach du Scheiße, das ist genau überhaupt nicht meins. Ja, super. Ich hoffe, also du machst das hier. Haben alle Level immer so, alle Spiele immer so die Angewohnheit, am Ende so ein Level dahin zu hauen, wo man sich so denkt, heilige Makrele, warum, was soll die Scheiße jetzt hier? Warum müssen die jetzt übertreiben? Na gut, bei Overcooked hätten wir es ja hingekriegt. Aber du hast ja gepennt. Nur weil es 0 Uhr war. In der Woche. Mist. Tschüss. Da bin ich wieder. Guten Tag. Ja, dann unterbrechen wir einmal kurz die Aufnahme. Oder willst du dir noch was zeigen? Sehen? Nee, nee, nee. Du willst ja Feierabend machen, genau. Ja, Feierabend. Das ist es. Das ist das Wort zum Sonntag. Weil der muss ins Bett. Wir haben alle nämlich 21 Uhr und dann muss er immer ins Bett. Ah, der Fernsehgarten läuft, weißt du? Der läuft auch morgens früh. Ja, ich wollte einen Witz machen. Nee, Leute, danke fürs Reinschalten. Ihr seht wahrscheinlich jetzt gleich, wie wir hier weiter das Level weitermachen, aber die Aufnahme. Unternahme. Er ist konzentriert. Die wird jetzt unterbrochen. Wir sehen uns gleich wieder. Fusilito, wir beide kuscheln gleich wieder. Nee. Das interessiert die Zuschauer wahrscheinlich nicht. Mich auch nicht. Oder doch? Dich auch nicht? Ja, komm, du machst immer einfach, ne? So. Du machst immer einfach. Ja. Danke. Bitte. Super. Hast du gut gemacht. So. Achso, wir wollten ja Schluss machen, genau. Ja. Weißt du, wo es langlaufen so wird, ne? Ich mach Schluss mit dir. Ja, Gott sei Dank. Endlich frei jetzt, für was Neues. Ja, jetzt darüber anscheinend. Du scheinst das ja schon richtig gut da gerade zu machen. Ja, ich kann nicht aufhören. Merkst du? Nö, ich merk das schon. Deswegen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Nach einem kurzen Rauschen. Rauschen? Rauschen, genau. Rauschen. Also, bis gleich. Bis gleich. Liken natürlich auch noch, bitte. Liken. Ja, komm, mach Schluss. Tschüss. Hallöchen und willkommen zurück bei Human Fall Flat mit Gorilla und Fusilito. Hallöchen. Baby, komm mal in meinen Arm. Okay, fängt ja wieder gut an. Es ist unmöglich mit dir. Also, ja, mit mir geht auch nicht. So, was machen wir denn heute hier? Hier hinter, hier geht's weiter. Hier, hier, da müssen wir hin. Wo? Hier. Ei. Das sag ich doch. Was machst du da schon wieder? Und eins. Und zwei. Hier und auf unserem drei. Bodybuilder-Channel. Au. Ja. Und jetzt machen wir noch Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, wo wir verschweigen, dass das unsere Firma ist und dann ist auch alles super. Was machst du denn da? Kommt das nicht hier hin? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Jetzt liege ich hier aber ganz komisch. Mist, habe ich aber wieder dumme Sachen jetzt hier gemacht. Was ist doch los? Stimmt eigentlich. Das ist übrigens das Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr das Experiment kennt. Das ist, glaube ich, in den 80ern gemacht worden. Wie lange ein Affe gebraucht hat, der in wie soll man sagen, also er konnte mit der flachen Hand rein, hat sich eine Erdnuss gegriffen und kam mit der geballten Hand aber nicht mehr raus. Wie lange das gedauert hat, bis der Affe wieder losgelassen hat. Das ist genau das gleiche Experiment hier. Hi. Hallo. Nur dass der Affe das damals etwas schneller gelernt hat als Gorilla. So. Und auch losgelassen hat. Ich habe nicht losgelassen. Ne, das ist richtig. Sag mal, Hasenzähnchen. Ja. Wir müssen doch da diesen Stein umwerfen, oder? Scheint so, ja. Und die haben uns doch hier auch gezeigt, wie das geht. So. Ja, dann. Bring ich mal so einen Stein dahin. So, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das mit Stein ist oder. Ich habe auch keine Ahnung. Gib mir doch mal. Ich bin da dabei. Komm.
Komm. Ah, ist das immer anstrengend, die Let's Plays hier. Ja, mit dir ist immer anstrengend. Ach, du hast doch keine Ahnung. So. Boah, ey. Warte. Ich schieb das hier. Warte, jetzt hör doch mal auf. Jetzt mach das doch einmal richtig. Gehört das nicht dahin? Doch, aber wir müssen doch erstmal was. Tu doch jetzt mal deinen Spielstein da weg. Komm, Affe. Weg damit. Ach, dass der immer irgendwas mit Steinen oder so. Das ist schlimm, schlimm, schlimm. Jetzt hat er mich schon wieder behindert. Nimm doch mal deine Holzstange da weg. Nicht da drauf. Soll ich wieder nach unten legen? Sei jetzt ruhig. Du hebst deine jetzt hoch, ja? Ja, ich wollte die erstmal drunter schieben. So, so. Bist ja ein richtiger Professional Holzstangenschieber. Ja, du, das ist nicht das Einzige an Stangen, was ich schieben kann. So. So, dann zeige ich mal, was ich da drauf habe. Du musst höher. Krieg dein Ding doch mal hoch. Mann, ey. Ich brauch dich überhaupt nicht. Ah! Ja, das habe ich gesehen. Ja, kann man eigentlich hier High Five geben? High Five! Das war eher ein gegenseitiger Box ins Gesicht. Hallo. Du hältst mich an meiner Nase. Hör auf. Nein. Okay. Ich habe mir meinen Arm gebrochen. Ich gehe tot hier, sterben. Tschüss. Warte, ich komme. Au, da bin ich. Wo bist du? Ja, am Start. Oh, voll in die Kochwanne. Ja, toll, toll. Heute gibt's Rührei. Ja. Du bist dir sicher, dass wir jetzt hier richtig sind, ne? Absolut, weil ich kenne ja die Lösung. Absolutely. Mensch, komm, gib nochmal High Five. Hier in die Fresse, komm. Warte, da. So, hast du die Klatsche gesehen? Super. Hör mal, du nimm doch mal deinen rechten Arm runter, du verdammter Nazi. Das war der linke. Nein, das war der rechte, garantiert. Aus meiner Perspektive war das der rechte. Stab. Ja, ich dachte mir sowas. Da, hättest du deinen nicht da drunter geschoben, ging das jetzt aber. Ja, natürlich, Baby. Du, ich hab auch. Ich hab irgendwie. So, irgendwie sind wir heute ein bisschen blöd dafür, oder? Nein, wir sind heute richtige Champions. Guck dir das mal an. So gut. Na komm, ich lass dich alleine machen, dann gehe ich. Du kannst schon mal sagen, was ich machen soll. Wo soll ich denn das wissen? Du spielst hier mit Stäben rum, steck den da unten rein und dann zeig mal, was du kannst, das, Junge. Das krieg ich hin. Pass mal auf. Pass mal auf. Und jetzt? Ist er drin? Nee, ne? Deswegen hat deine Freundin immer so viele blaue Flecke am Bauch. Ist er dann drin? Ah, ja, wieder daneben. Und die schreit den ganzen Tag. So, sind keine Haare drum oder was? Konzentration. So ist doch da rein. So ist das übrigens wirklich bei dem und Sex, ne? Genau so. Immer wieder vor die Oberschenkel, hier ins Gesicht. Ja? Macht das vielleicht Sinn, das Ding komm, mal noch, anders? Komm, mach doch mal weiter. Ich hätte noch ein paar Körperteile. Ja, warte. So, das muss doch originalgetreu aussehen. Ja gut, du bist ja so große Stangen nicht gewöhnt. Natürlich. Meinst du kleiner? Ja. Hier eckt er am Auge an, deswegen hat die immer ein blaues Auge. So, drin ist er. Toll, hast du das gemacht. Ja, keine Ahnung, du hast doch dein Ding da reingesteckt. Doch nicht ganz durchschieben, Mensch, denk doch mal ein bisschen mit. Zieh mal ein Stück raus, komm. Hilf mir mal ein Stück mit. Du Idiot, ey. Warte, ich helfe dir. Ja, wie wir das sonst auch immer machen. Da rein muss damit. Einer vorne die Spitze anfassen. So, ein bisschen mehr rein. Und jetzt? Der kriegt ein volles Kanonenrohr. Ah, so weitet man die über rings immer ganz gut. Wen? Ich glaube, ich habe die schon wieder. Die Löcher. Was für Löcher? Ja, hier, die solche. Kommst du durch? Ja, ich hab hier abgenommen. Wie gut war das denn? Ich glaube, ich habe ein Problem. Ziehst du mich? Ey, du bist so ein Killer. Du bist so ein motherfucking guter Killer. Junge, Junge, Junge. Super. Weißt du High mal. Five. Au! Alter, schon wieder ins Auge. Mann, dass du immer mit deinem Stab nicht weißt, wohin. Was ist denn hier so? Voll auf die 12. Ich hab keine Ahnung. Du, das hört sich hier an, als wie wenn Lava. Ach, nicht hier auch noch, ey. Nicht hier auch noch. Wir können ja mal gucken, was passiert. Also, ich kann mit meinem Fuß in Lava stehen.
Ich versuch das mal, komm. Juhu! Aua, aua! Aua, aua, au. Au! Bazinga! Au. Okay. Hallo. Baby. Willkommen in meiner Liebeshöhle. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier ist ein Käfig. Ja, da fühlt sich direkt wieder zu Hause, oder? Warte. Oh, da ist ein Käfig. Fährt das Ding wieder hoch? Warte. Habe ich das richtig gemacht? Natürlich nicht. Ich hier raus? Kann das sein, dass wir mit Steinen arbeiten müssen? Ups. Wo bist du? Hier hinten. Wo hinten? Na hier. Ich breche gerade aus dem Käfig aus. Aua. Oh, sehr gut. Ja, du bist ja schon mal auf der anderen Seite. Dann kann ich ja auch rüberkommen, oder? Ja, aber guck mal, das ist ja ein Aufzug hier. Das macht doch... Da müssen wir doch irgendwas machen. Wir müssen bestimmt Steine da hoch transportieren oder so. Meinst du? Was denn für Steine? Ja, keine Ahnung, aber irgendwas muss da hoch. Weil hier unten ist ja nichts los, weißt du? Hier ist ja nichts. Na, wir hatten doch nichts, weißt du? Ja, das stimmt wohl. Ups. Und hüpf. So. Mach doch deine Affenschaukeltaktik. Es beginnt wieder. Es beginnt wieder. Scheiße. So, Leute. Es beginnt wieder. Komm schon. Alter, was machst du denn? Ach, ich wollte dich nur ein bisschen behindern. Au! Alter, dafür brauchst du nicht unter mich krabbeln. Das reicht schon, wenn du ja mit im Level bist. Ach, scheiße. Leute, das ist viel zu schwierig für mich. Ja. Das wissen die alle. Oh. Ach komm, au, au, au. Sicher, au, sicher. Hilfe! Du? Ich werde gerade eingeklemmt. Mama. Dabei hat meine Mama. Komm, ich helfe dir mal, du. Wie denn? Oh, oh. Kommst du nicht mehr hoch? Oh. Was, wenn ich mit dir drauf gehe? Oh, ich krieg keine Luft mehr. Komm jetzt da raus, ey, du. Ja, das sieht nicht gut aus, ne? Ui. Au! Ja, kannst mich loslassen. Hui! Haben wir es geschafft, also zumindest dich da wieder zu befreien, du. Ja, das ist ja, das ist ja auch nicht schwer. Hau ab. Habst du gesehen, wie der dich mich hier einfach runterschubst? Der Affe? Natürlich. Das ist ein Arsch. Lalalala. Was gibt's denn hier hinten noch? Kann man sich hier hinten irgendetwas angucken? Okay, geht sogar echt weiter. Da. Das sah sehr professionell aus, mal das wieder. Das war es auch. Glaub es mir. Ja. Wie ist denn jetzt da oben die Welt und so? Ja, dafür muss ich erstmal hier ganz richtig hochkommen, aber das sieht hier gerade nicht so aus, als ob ich das schaffe. Wir wissen wieder nicht, wie es geht, ne, Wetten? Also doch, klar, mit der ganz altmodischen oder eher neumodischen Schwungtechnik werde ich das schaffen, aber das dauert ja hier auch nicht zu lange. Back. Und weiter geht's. Glaub mir, noch einmal schwingen, dann hänge ich hier oben wie Tarzan. Wie ging das Schwingen nochmal mit? Ach, leck mich da an der Arschhaare. Was? Wie ging denn das nochmal? Das Schwingen? Mhm. Oh, komm schon, Baby. Ich komme überhaupt nicht auf Schwung. So, ich bin oben. Ich komme gar nicht auf Schwung. Die Frage ist nur, ist das... Willst du dich denn hochschwingen? Ich will mich gar nicht schwingen. Wie geht's denn hier weiter? Die Frage ist, soll ich hier jetzt weitergehen oder eher nicht? Ich sehe ja nichts. Wenn du hier hinspringst, kann ich dich ja hochziehen. Wohin? Ja, hier. Uhu. Hey. Zieh dich hoch. Bleib so. Ja, ich bin ja da. Ja, so. Ob das richtig ist? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was man hier sonst machen soll. Also irgendwas ist ja...
Ach, ich kann nicht widerstehen. Speichern. War falsch. Wir können ja mal... Hier ist auf jeden Fall irgendein Brett. Oh, das riecht auch so, als ob wir den Stein bräuchten, oder? Ja. Soll ich ihn mal mitbringen? Ja. Und los. Ui. Und jetzt? Wohin mit dem Stein? Kriegen wir den irgendwie hier hoch? Bei dir da hoch? Mhm. Klar. Das ist kein Problem. Was sagst du? Er sagt, es ist kein Problem und... Ja. Tschüss Gorilla, oder? Nein. Ist er? Noch ist der Stein hier. Ja, ja, noch. Wie bist du denn hier hochgekommen? Warte mal. Erstmal abstellen, die Scheiße jetzt hier. Der Affenwärter kennt auch Tricks. Könntest du das Ding jetzt annehmen? Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls habe ich ein bisschen Angst, dass ich mich hier wieder irgendwo ein... Aua. Ach Mann. Okay, das beantwortet die Frage. Wahrscheinlich nicht. Das ist die Frage. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Wenn du den Stein jetzt hier drauflegst, dann... ist das auch kacke, ja, ne? Scheiße. Ich würde das ja als Sprungschanze oder so nehmen, Boom, weißt du? Ja. Aber was zum Beispiel hat das... Oh, immer weiter, aber was zum Beispiel hat dieses Stäbchen hier auf sich? Das liegt doch nicht nur zu Dekozwecken hier rum, oder? Doch. Au! Au! Vielleicht zum Verklemmen, dass du das irgendwie einklemmen kannst? Ach, ich stimmt sowas. Ich gebe auf. Ich gebe einfach auf. Nee, ich überlege jetzt gerade, aber habe irgendwie keine Idee. Jetzt hat er mich runtergedrückt. Ich bleib mal so. Und du sagst mir, was ich machen soll. Au! Weißt du, was du da machst? Nein, nein, überhaupt nicht. Dann lass ich mal wieder runterknallen. Ja, ja, mach das. Und? Ist richtig? Was? Au! Ei. Okay, war anscheinend nicht richtig. Nein, aber der Holzstab kommt wieder. Das heißt, der hat irgendwas, irgendeine Bewandtnis hat der. Aber vielleicht erst auf der anderen Seite. Was hältst du davon? Ach, weiß ich nicht. Können wir mal überlegen. Du? Hm? Ist da ein Loch drin? Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus, ne? Ich komm mal mit dem Stab mal gucken. Wir können dann auch gucken in der nächsten Folge. Ja, machen wir doch. Ja? Dann, Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken und Teilen und bis zum nächsten Mal. Genau, wir sehen uns bei einer weiteren Folge von Human Fall Flat, ne? So heißt es. So heißt es und so ist es. Und genau. So wird es auch immer sein. Bis dann. Tschüss, Leute. Ciao, ciao.